Hey, bist du Blue? Könnte schon sein, Kleiner. Ich bin Chase. Man sagt, du wüsstest was über Rex Fury. Rex Fury? Der schuldet mir was. Weil du sein Fluchthelfer warst? Wie kommst du denn darauf? Rex war mein bester Kunde, bis er verschwand. Schuldet mir noch Kohle für einen Whirlpool. Weißt du, wie schwer es ist, so ein Ding hier reinzuschmuggeln? Da fällt mir ein. Vorsicht mit Haywoods neuem Wagen, ha? Oh, geht klar, Blue. Wie ist Rex denn ausgebrochen? Das fragt sich hier jeder, aber keiner darf in seine Zelle, um sich umzuschauen. Nicht mal die Polizei. Da ist doch was faul. Nun, wir wollen beide, dass Rex hier wieder auftaucht. Ich hätte da eine Idee. Besorg mir ein paar Sachen aus dem Schrank in meiner Zelle. Ich ruf dich dann an. Hiermit. Das ist ein Croissant. Man erlaubt uns hier drin keine Handys. Das Handy ist da drin. Gib deine Nummer ein. Oh. Hier. Ich hoffe, dein Plan funktioniert, Blue. Freeman, mir ist übel. Nein, ich bin nicht Freeman. Seine Anwälte sehen das vielleicht. Was ist denn los, Haywood? Gefällt dir dein neuer Wagen nicht? Wagen? Hi. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover hier auf dem Gaming Gießen Kanal mit mir, dem Jabo. Ja, in der letzten Folge hatten wir den ersten Spezialauftrag gemacht und jetzt machen wir einfach mal mit der Story weiter. Ich muss dringend los. Ich würde sagen, wir fangen jetzt auch gleich mal an mit der Mission hier vorne. Gehen wir auch gleich mal rein. Gucken wir mal. Spezialauftrag 2, Schere rein in Sicht. Kann ich helfen? Wäre nicht schlecht. Glaubst du, du kriegst diese Lümmel wieder zurück in ihre Zellen? Klar, kein Problem. Gut, das machen wir natürlich sofort, aber vorher müssen wir leider noch ein paar Sachen hier, also wir müssen vorher aufräumen, um das Ganze mal knapp zusammenzufassen. So. Das ist auch schon der erste. Kleinen Moment bitte noch. So, jetzt. Ey, ich habe zuerst X gedrückt. So, haben wir schon mal den ersten. Gut. So, machen wir die Sachen hier auch nochmal schnell. Ein paar Teile. So, das ist doch schon der nächste. Und noch einer, gleich hinterher. So. So. Bleiben noch zwei. Erstmal die Sachen hier kaputt. So. Die Automaten hier noch schnell kaputt. So. Und dann noch den letzten. So. Haben wir das auch erledigt? Kann ich dir denn irgendwie helfen, junger Mann? Ja. Ich müsste da die Zelle eines Häftlings überprüfen. Blue oder so ähnlich. Blue? Der ist fast so lang hier wie ich. Gibt mir immer ein Stück vom Kuchen, den seine Mutter backt. Auch wenn der komisch schmeckt. So, hier. Ich mache ein Nickerchen. Muss geistig rege bleiben. Daher mache ich 4 pro Tag. Ich bereue gerade wirklich so einige Entscheidungen in meinem Leben. So, und da
kriegen wir freigeschaltet Chase McCain als Räuber. So. Was kommt jetzt? Da vorne sollen wir jetzt hin. Du warst in der Zelle? Ja. Okay, schnell jetzt. Es sind Wachen in der Nähe. Wenn du die Ausrüstung hast, musst du dir Zugang zum Büro des Direktors verschaffen. Wie bitte? Das ist der einzige Weg in Rex' Zelle. Warte. Psch. Ja, das ist Blue. Der spricht mit seinem Gebäck. Total durchgeknallt. Okay, los jetzt. Die Tür befindet sich auf der rechten Seite des zweiten Stocks. Und dann hoffen wir mal, dass der Direktor nicht da ist. So, wir sind hier jetzt als Räuber unterwegs und damit können wir dann logischerweise auch hier die Türen aufbrechen. So. Gut, dass dieses Gitter zwischen uns ist. Dann bauen wir ja auch mal wieder so eine schöne Kletterwand hin. So. Oh, hier ist schon ein Suchfeld. Das werden wir auch gleich mal benutzen. So, gucken wir mal. Lass mich gehen, ich bin unschuldig. Ja, das sagen sie alle. So, hier können wir die Tür aufschließen. Gib mir noch eine Chance. Das erzähle ich meinem Anwalt. Dass ich dir nichts getan habe, ist jetzt so ein Anwalt, alles klar. Ich beweise es dir, wenn du mich gehen lässt. Ja, ja. So, die Tür hier können wir auch aufbrechen. Gucken wir mal. Jetzt können wir ja als Räuber natürlich auch einen schönen Tresor knacken. So einfach, wenn die Lampe oben grün leuchtet und dieses komische Piepsignal kommt, B drücken und dann geht's auch schon weiter. So eine schöne Chipkarte hier. Dazu müssen wir dahin, wo der grüne Pfeil uns hingeleitet. Du kannst mich hier nicht ist festhalten. Genau. An so einem schönen Tag. Hier. So. Kannst aber das hier mal. Festhalten? Aktivieren wir mal dieses Teil hier. Damit geht. Gehen dann diese Laserstrahlen hier aus. Und. Die Teile gehen auch auf. Chase, das ist wirklich wichtig. Was ist denn? Glaubst du, Ellie mag mich? Oder nicht? Frank, ich bin im Gefängnis, um rauszufinden, wie Rex entkommen konnte. Du erinnerst dich? Oh, entschuldige. Aber ja, ich glaube, sie mag dich. Spitze! Ey, komm schon! Das war jetzt ganz wichtig. Und was das hier ist, werden wir gleich sehen, wenn die Mission beendet ist. Aber jetzt würde ich sagen, gehen wir hier hinten erstmal hoch. Wenigstens besser als einzelhaft. So. Nein, falsche Richtung. So. Das wollte ich. Tadele. Okay. Gut, und jetzt müssen wir hier mal, die schmeißen wir da einfach runter. Außer ihn. Ihn verhaften wir trotzdem. Oh, hier ist ein Teil, was wir kaputt hauen müssen. So, die Fähigkeit ist leider noch nicht freigeschaltet. Da kommen wir später zu. Wir gehen jetzt erstmal hier hinten weiter. So. Geht's hier einmal weiter. Kommt hier komischerweise so eine Kampfmusik, die jetzt auch schon wieder zu Ende ist. Naja, gut. So, und hier gibt es logischerweise jetzt was zum Zusammenbauen. So, wissen wir wieder den Code auswendig hier. So. Dann geht's hier ins Büro des Direktors.
So. Chase, bist du drin? Ja. Der Direktor hat gerade sein Büro durch die Tür auf der anderen Seite verlassen. Hm. Das ist eine Privattoilette. Versperr die Tür. Der Direktor hat einen Geheimaufzug zu Rex Zellenblock in seinem Büro. Aber er wird dich da nicht einfach rumschnüffeln lassen. Alles klar. Gut, dann machen wir das doch mal hier. Mit Sicherheit, oder? Nee. Hier. So. Dann versperren wir mal ganz dreist hier die Tür, mit Gitter sogar. Doppelt. So schnell kommt er da nicht raus. Hallo? Ist da draußen jemand? Nein, ich hab's dir doch gesagt. Niemand hat sich umgesehen. Nicht mal der Trottel Dunby. Ich will ja auch nicht, dass du wiederkommst. Nein! Natürlich rufe ich nicht vom Klo aus an. Muss Schluss machen. Mhm. Wer ist da? Ja. Lass meinen Safe in Ruhe. Und Finger weg von den Platten. Die sind alphabetisch geordnet. Was haben wir denn hier? Eine Schallplatte. Da gucken wir doch gleich mal rein hier. Fass ja nicht die Platten an. Vor allem nicht. Ja, halt den Mund. Ja, ich hoffe mal, dass das nicht kopiergeschützt ist. Aber zur Sicherheit rede ich da jetzt mal drüber. Aber... gut. Ich weiß gerade nicht so, was ich drüber reden soll, deswegen laber ich mal so das klassische Zeug drüber. Ich hoffe, die Musik ist trotzdem ganz gut zu hören. Jetzt hoffe ich mal, dass wer anders einsteigt als ich. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, von was die beiden italienischen Damen gesungen haben. Und wieso tanzen diese Typen zusammen? Und wie hat der da den Topf auf die Birne bekommen? Es gibt so viel, was ich nicht weiß. Lass mich raus! Lass mich hier raus! Ja. Und da sind die Boxen auch schon im Arsch. Daraus können wir jetzt hier irgendwas bauen, aber vorher würde ich ganz gerne mal haben, wir vorher was... irgendwas mit dieser Scan-Funktion. Da haben wir den Häftling als Verkleidung freigeschaltet. Jetzt gehen wir mal hier auf dieses Teil hier drauf. Dann wirst du jetzt ein Problem auf der Toilette haben, wenn du gestern Abend erst Tacos gegessen hast. Aber das ist jetzt nicht mein Problem. Wir spielen jetzt erstmal hier ein schönes Lied. Schönes Lied hier. Wie heißt das? Weiß gar nicht, wie es heißt. Falls es einer kennt, klärt mich bitte gerne in den Kommentaren auf. Und jetzt fällt das Teil, glaube ich, auseinander. Aha. Und da gibt es eine Polizeimarke. Guck an. Ein Viertel haben wir jetzt. Gut. Was gibt's noch? Sonst gibt's nichts mehr. Dann würde ich sagen, betätigen wir mal hier das Teil. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter Klassiker. Da hat er recht. Und jetzt fahren wir mit dem Aufzug gleich mal ein Stockwerk höher. So, hier geht's leider nicht rein. Das haben wir noch nicht freigeschaltet. Wie gesagt, da werden wir in nächster Zeit öfter was von sehen. Jetzt geht's hier erstmal in die Zelle rein. So. Hey Jungs. Weiß Rex, dass ihr seinen Whirlpool benutzt? Es wird dir noch leid tun, mich getroffen zu haben. Los, zeig mir, was du drauf hast. Das werde ich dir sehr gerne zeigen. Dann fragt mal den anderen Typen erstmal. Na toll, wir wollen ja auf keinen Fall schwache und leicht zu verhaftende Kriminelle. So, haben wir das. Was gibt's hier? So, hast du es jetzt bis in den Privataufzug des Direktors geschafft? Ja. Wow, die Zelle von Rex ist hübscher als meine Wohnung. Der Direktor hat ihm die größte Zelle besorgt. Und den Rest habe ich dann erledigt. Nach was hast du da drin überhaupt gesucht? Ich dachte mir, dass er in der Eile des Ausbruchs das ein oder andere Beweisstück da drin vergessen haben könnte. Viel Glück auf der Jagd nach Rex, Chase. Und wenn du ihn erwischst, grüß ihn schön von mir.
Das werde ich sehr gerne tun. Aber jetzt gucken wir uns erstmal hier ganz genau um. Schön Ausblick aufs Meer hier. Was will man mehr? Eine Jukebox in einer Gefängniszelle? Ob die Musik da drauf wohl kriminell schlecht ist? Das gucken wir uns jetzt mal an hier. Ich bin mir nicht sicher, was an Rex widerwärtiger ist. Seine Verbrechen oder sein Musikgeschmack? Naja, egal. So, gucken wir uns das hier mal kurz an. Oh ja, ich klopf nicht nur Ganoven ab. Eins ich hau von auch zwei. Ordentlich auf die Pauke. Machen wir es gleich nochmal. Ach nee, müssen wir sicher das hier machen, oder? Interessant, ein versteckter Knopf. Gehen wir mal drauf. Eins von drei. Gucken, was hier mit los ist. Eins. Zwei. Drei. Vier. Und komm schon, einer noch. Fünf. Sehr gut. Zwei von vier. Die Hälfte der Polizeimarke haben wir jetzt schon wieder. So, was haben wir noch? Gut, dann gehen wir hier erstmal hoch. Gucken wir mal, was hier sonst noch so ist. Hoffen, dass wir nicht runterfallen, weil ich keine Lust habe, nochmal hochzugehen. So. Und ein Suchfeld, alles klar. Das gucken wir uns natürlich gleich mal an hier. So. Erstmal die zwei Sachen hier kaputt. Gibt's hier nichts. Warum machst du mal zusammen? Das ist noch ein Knopf. Aha, noch ein versteckter Knopf. Zwei von drei. So, was gibt's noch? Zum Schluss ja nur noch das hier. So. Da. Letzter Knopf, drei von drei. Der gute alte Geheimgang hinter dem Bild. Ein echter... Moment, das habe ich doch schon mal gesagt, oder? Haben wir wieder alle gelacht, ne? Oder wie war das? So, jetzt gehen wir erstmal hier durch. McCain! Direktor Stonewall hat mich angerufen. Ich sage nicht, was er gesagt hat, aber es war nicht nett! Er hat ihn Trottel genannt. Rex hat sich wohl mit diesem Hammer den Weg in die Freiheit gebuddelt. Er ist aus der Bluebell-Mine. Her damit! Wenn hier irgendjemand Schlüsse zieht, dann bin ich es! Interessant. Ein Hammer. Und wo stammt der her? Das lässt sich nicht feststellen. Aber die Bluebell-Mine wäre ein Ort, an dem man mal nachsehen sollte. Da gab's... vor ein paar Monaten nämlich einen Raub. Dann sehe ich dort sofort mal nach, Chief. Nicht so schnell, McCain. Sheriff Huckleberry kümmert sich drum. Halt dich von der Mine fern. Das ist ein Befehl! Hey, Chief! Ein Bild für den Herald? Hat er auch sicher nicht die hier benutzt. Hier kommt das Vögelchen. Ja, sehr hochauflösend. Alle gucken in die Kamera. Egal, Albatros-Gefängnis, Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Und das ist der rote Stein, Stats mal 2. Polizeimarkenanteil haben wir, wie gesagt, die Hälfte. Freigeschaltet haben wir noch den Heftlink. Und wir haben 76% der Gesamtstats in diesem Level gefunden. Und wir bekommen noch 8 von 450 goldenen Steinen. Ich gehe auf Geschichte fortsetzen. Hey Chase. Hallo Ellie, was gibt es? Hast du Frank gesehen? Er besorgt gerade was für mich. Sorry, ich habe ihn nicht gesehen. Aber wo ich dich gerade dran habe,
Weißt du was von dem Raub in der Bluebell-Mine? Klar, Duke hat mich damals mitgenommen. Ein paar Gangster haben Ausrüstung mitgehen lassen. Aber bevor wir den Zeugen befragen konnten, hat Stanby uns von dem Fall abgezogen. Es gab einen Zeugen? Ja, so ein schräger alter Kerl, Clarence Fletcher. Seine Freunde nennen ihn Stinker. Hübsch. Danke, Ellie. Ich hab so eine Ahnung, dass Stinker weiß, wer Rex' Freunde hier draußen sind. Und ich halte die Augen auf Frank offen. Und nimm den Zug im Bahnhof von Cherry Tree Hills. Von da aus bist du schneller bei der Mine. Freigeschaltet Bahnreise. Bahnhöfe aktiviert. 1 von 14. Goldene Steine. 9 von 450. Bahnhöfe aktiviert, 2 von 14. Goldene Steine, 10 von 450. So, und ich habe im Hintergrund gerade noch was gesehen, was wir zum Abschluss der Folge mal machen könnten. Das ist nämlich das hier. Das ist eine weitere Verkleidung. Freigeschaltet, Butch Patterson. Okay. Und dann zeige ich euch nochmal ganz kurz zum Abschluss, wofür die goldenen, wofür die roten Steine sind, Entschuldigung. Das ist nämlich, wenn man hier auf Extras geht, kann man hier gucken. Gibt es hier rote Steine? Und hier ist der, den wir eben freigeschaltet haben, Stats mal 2. Und jetzt können wir mal kurz gucken, ob wir noch einen freigeschaltet haben. Nein, insgesamt gibt es 39, also 40, 100% abgeschlossen, werden wir ganz zum Schluss noch haben. Aber wenn ich jetzt Stats einsammle, dann zählt dieser Wert doppelt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel 10 einsammle, habe ich 20, wenn ich 100 einsammle, habe ich 200. Okay, und dann würde ich sagen, soll es das erstmal für heute gewesen sein. Wir haben jetzt 10 Minuten kürzer gemacht, aber vielleicht mache ich nächste Folge mal 10 Minuten länger. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn es wieder heißt Let's Play Lego City Undercover auf dem Gaming-Kisten-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat, zeigt dem Kanal das auf jeden Fall mit einem Daumen hoch, einem Abo. Guckt bei Social Media und natürlich bei dem TeamSpeak-Server gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut.